Heute sprechen wir über ein sehr kontroverses Thema. Immunität oder doch gleich die Verbannung? Jemand stellte folgende Frage. Sollte man die Immunität der Politiker abschaffen? Was denkt ihr darüber? Meine Antwort hier ist, ja, natürlich sollte man. Zunächst einmal, was ist Immunität überhaupt und wann wurde sie eingeführt? Die Immunität wurde ursprünglich eingeführt, um Abgeordnete vor politischer Verfolgung zu schützen und ihnen eine unabhängige Stimme zu geben. Doch ist dieser Schutz in der heutigen Zeit noch gerechtfertigt? Immer wieder gibt es Diskussionen über die Verantwortlichkeit von Politikern, insbesondere wenn es um Entscheidungen geht, die das Leben der Bürger betreffen. Nehmen wir zum Beispiel die RKI-Files, die aufgedeckt haben, dass viele Entscheidungen während der Pandemie möglicherweise nicht verfassungsgemäß waren. Ist es wirklich demokratisch, wenn Politiker nicht für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden können? Hier kommt die entscheidende Frage. Ist diese Immunität im Sinne der Demokratie? Sollten wir nicht alle gleich behandelt werden, unabhängig von unserem Amt und sozialem Status? Das führt uns zu einem interessanten historischen Konzept, den Ostrakismus aus der athenischen Demokratie. Dabei wurden Politiker, die als gefährlich oder problematisch angesehen wurden, für eine Zeit, 10 Jahre übrigens, aus der Stadt verbannt. Könnte ein ähnliches Prinzip in der heutigen Zeit funktionieren? Um das Thema abzurunden, möchte ich einige Fragen und meine Gedanken dazu einbringen, die mir so eingefallen sind. Frage 1. Wenn wir die Immunität abschaffen, wie können wir sicherstellen, dass Politiker nicht aus politischen Gründen angegriffen werden? Antwort. Das ist ein berechtigter Punkt. Um zu verhindern, dass Politiker durch politische Gegner missbraucht werden, könnten wir transparente Verfahren einführen, die die Verantwortlichkeit fördern und sicherstellen, dass die Gründe für mögliche rechtliche Schritte klar dokumentiert sind. Der Schutz vor politischer Verfolgung muss gewahrt bleiben, während gleichzeitig die Rechenschaftspflicht erhöht wird. Frage 2. Wie genau könnte das Konzept des Ostrakismus heute in der Praxis aussehen? Antwort. Stellt euch vor, wir hätten eine Art Bürgerbefragung, in der das Volk über bestimmte Politiker abstimmen könnte, die als problematisch wahrgenommen werden. Ich denke, davon gibt es genug aktuell. Wenn eine Mehrheit für eine Auszeit votiert, könnten diese Politiker temporär aus dem Amt entfernt werden. Das würde nicht nur für mehr Verantwortung sorgen, sondern auch das Vertrauen in die Demokratie stärken. Frage 3. Glaubst du, dass das Volk wirklich bereit ist, solche Entscheidungen zu treffen? Antwort. Definitiv. Ja, das bin ich. In Zeiten der Digitalisierung ist das Volk informierter und engagierter denn je. Die Menschen wollen gehört werden und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir den Bürgern die richtigen Informationen und die Möglichkeit geben, aktiv zu partizipieren, bin ich überzeugt, dass sie sehr wohl in der Lage sind, informierte Entscheidungen zu treffen. Frage 4. Was wäre die größte Herausforderung, die du siehst, wenn wir die Immunität abschaffen? Antwort. Eine der größten Herausforderungen wäre sicherlich die Angst vor möglichen Rückschlägen. Politiker könnten zögern, mutige Entscheidungen zu treffen, wenn sie für jede ihrer Entscheidungen zur Rechenschaft gezogen werden. Aber genau hier liegt auch die Chance. Wir könnten eine Kultur schaffen, in der Verantwortung und Transparenz gefördert werden, sodass mutige Entscheidungen im Interesse des Volkes tatsächlich belohnt werden.
Frage 5. Was wäre der größte Vorteil, wenn die Immunität abgeschafft wird? Antwort: Der größte Vorteil wäre sicherlich eine gesteigerte Verantwortlichkeit der Politiker. Gesteigerte Verantwortlichkeit der Politiker. Wenn sie wissen, dass sie für ihre Entscheidungen zur Rechenschaft gezogen werden können, werden sie wahrscheinlich überlegter und verantwortungsvoller handeln. Wenn du deine Arbeit zum Wohle des Volkes machst, wovor hast du denn Angst? Das könnte das Vertrauen der Bürger in die Politik stärken und zu einer aktiveren Beteiligung der Menschen an demokratischen Prozessen führen. Letztendlich stellt sich die Frage: Immunität oder Verantwortung? Was denkt ihr darüber? Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam über diese wichtigen Themen diskutieren. Danke, dass ihr dabei wart, und bis zum nächsten Mal. Georg der Träumer.